Fühlt ihr das auch so aus dem brutalen Rückschlag, wie es jetzt gefühlt wird? Also erstmal ist es ja, finde ich, so, dass klar war das sehr deutlich, wie wir ausgeschieden sind, aber es kommt vor im Fußball, wir wissen selber, woran es lag, es hat nicht gereicht, Real ist verdient weitergekommen. Mhm. Und dass die Stimmung nicht so gut ist wie vorher, ist auch klar, weil wir uns natürlich viel vorgenommen haben und jetzt auch in der Liga nicht super berauschend gespielt haben. Aber es geht immer weiter und die Stimmung wird auch wieder besser und dafür müssen wir sorgen, auch mit dem Sieg gegen Dortmund. Aber findest du nicht, dass das Anspruchsdenken, dass man also dass immer gefordert wird, okay, Triple, das müssen sie wieder verteidigen und dann wieder verteidigen, dass das Anspruchsdenken nicht einfach ins Unermessliche steigt, für euch Spieler auch? Ja, das ist ja eigentlich normal geworden jetzt schon hier in Deutschland. Wenn Bayern einmal das Triple holt, heißt es, dass wir es nicht jedes Jahr, als ob keine andere Mannschaft gute Spieler und gute Leistungen hat. Und das ist natürlich falsch. Klar war das diesmal so deutlich, dass mehr Kritik aufgekommen ist, aber es ändert ja trotzdem nichts an unserer Mannschaft und dass wir trotzdem eine super Mannschaft haben und eine tolle Saison bis jetzt gespielt haben, die wir noch veredeln wollen. Ihr habt einen neuen Präsidenten, Karl Hoffner. Uli Hoeneß hat gesagt, dass er danach vielleicht wieder zurückkommen würde. Würdest du das begrüßen? Ja, klar, absolut. Uli Hoeneß ist Kopf und Herz vom FC Bayern und ich denke absolut, dass es auch Sinn macht, dass er dann zurückkommt.